Du siehst nun auf das Renaissancegebäude des Ruhrgebietes, Schloss Horst. Etwas Vergleichbares gibt es in unserer Region nicht. Dieses Haus wurde in der Zeit von 1554 bis 1573 errichtet und war der Wohnsitz des Ministerialadligen Rutger von der Horst und seiner Frau Anna, zusammen mit deren Tochter Margareta. Ursprünglich war es eine Vierflügelanlage, das heißt, an jeder Ecke stand ein Turm. Nachdem im 19. Jahrhundert drei der Türme wegen schlechter Fundamente, Schloss Horst ist buchstäblich in den Sand gesetzt, eingestürzt und einer aus Sicherheitsgründen niedergelegt worden waren, war Haus Horst lange Zeit turmlos. Erst in den 1990er Jahren bekam es im Rahmen der Renovierung einen Turm zurück, der sich links von der Straßenansicht aus befindet. Zu Rechten siehst du die sogenannte Vorburg, bestehend aus zwei ehemaligen Wirtschaftsgebäuden aus dem 19. Jahrhundert und einem Neubau, in denen historische Druckwerkstatt, Stadtteilbibliothek, Bürgercenter und das Hausmeisterbüro untergebracht sind. In der Pflasterung sind die Fundamente einer kleinen Kapelle aufgenommen, einem Vorgängermodell der neugotischen Kirche St. Hippolytus aus dem Jahre 1898, die in meinem Rücken zu sehen ist. Lass uns nun in den Innenhof gehen, der durch eine wunderschöne Glashalle eingefasst ist. Zu sehen ist die historische Fassade, die du vor ein paar Sekunden von der Straßenseite aus bewundern durftest. Zentralmittig befindet sich in einer der Nischen Saturn, ein Planetenabbild, und rechts auf der Sichtbetonfassade Hermes oder lateinisch Merkur, der Götterbote, eine Dauerleihgabe des LWL Westfalen-Lippe, geschaffen von Frau Baumeister Bühler. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass man hier prima eine Hochzeit feiern kann oder zum Beispiel seine Ohren im Rahmen eines Konzertes verwöhnen lässt. Lass uns nun in den größten Raum des Schlosses gehen, dem Rittersaal. Es fällt sofort der große Kamin auf, der sogenannte Historienkamin, der aus Sandstein angefertigt worden ist. Ursprünglich war Schloss Horst einmal mit 10 solcher prächtigen Kamine ausgestattet. 2 weitere befinden sich hier vor Ort, 3 auf Schloss Rugenpoth und 4 sind für immer zerstört. Schloss Rugenpoth in Essen-Kettwig, wirst du fragen, was soll das denn? Die Familie von Fürstenberg erwarb im Jahre 1706 Schloss Horst und war bis 1988 dessen Besitzer, bis es an die Stadt Gelsenkirchen verkauft worden ist. Lass uns nun noch schnell in das Kaminzimmer gehen, damit ich dir noch den schönsten Kamin zeigen kann. Hier, das ist er. Der Auferstehungskamin, der seit 1565 an dieser Stelle praktisch unverändert steht. Ist er nicht toll? Du siehst im unteren Teil eine Abbildung zum jüngsten Gericht. Weiter oben dann den Tempel zu Jerusalem und Adam und Eva. Beide gerade gezeigten Räume sind Trauräume. Auf Horst kann man heiraten. So, und nun, nach dem kleinen Ausflug in die Schlosskunde, lass uns das Erlebnismuseum Schloss Horst anschauen. Es wird dir gefallen.
Zu meiner Rechten siehst du ein Foto aus dem Jahre 1994. Es zeigt Schloss Horst in einem erbärmlichen Zustand. Man könnte auch sagen, das ist eine Schrottimmobilie. Wir befinden uns im unteren Sockelbereich des Hauses. Diese Nische hier, das ist genau da. Hier sind übrigens die sehr intensiv von Seiten der Archäologen erforschten Vorgängerburgen zu sehen. Die Hofstelle aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Ein kleiner Bauernhof, dessen Bewohner sich höchstwahrscheinlich mit Pferdefang und Haltung beschäftigt haben. Die Motte, eine hölzerne Burganlage, die um das Jahr 1210 abgebrannt ist. Die erste Steinburg mit Ringmauer, die dann bis ins 16. Jahrhundert immer weiter ausgebaut worden ist und zum Schluss so ausgesehen haben wird. Bergfried und Wohngebäude und alles, was zu einer kleinen Burgenanlage dazugehört, die dann im Jahre 1547 Rutger von der Horst im Rahmen einer Erbteilung zugesprochen bekommt. Schau mal hier, das ist das Klo oder Aborterker genannt. Möchtest du hier wohnen? Eher nicht. Und so sah das wohl auch Rutger. 7 Jahre später brennt die Burg ab. Die Ursache ist nicht bekannt. Eines ist klar, Rutger wollte die Burg nicht, da Burgen unter anderem zügig sind und über katastrophale hygienische Verhältnisse verfügen und Haus Horst einen mächtigen Reparaturstau aufzuweisen hatte. Und dann kommt es, das schöne neue Schloss mit 4 Türmen, prächtigen Fassaden und viel Bauschmuck. Das passende Modell schauen wir uns später an. Um dieses Erlebnismuseum aufbauen zu können, bedurfte es der Hilfe von Archäologen, Historikern, Bauhistorikern und Museumspädagogen. Aber das wichtigste Hilfsmittel waren die sogenannten Rechnungsnachhaltebücher, auch kurz Bautagebücher genannt. Hier hat der Bauherr aufgeschrieben bzw. aufschreiben lassen, was auf der Baustelle so alles passiert ist, so wie die Geschichte zweier Steinmetzgesellen namens Fied und Brockmeier, die, sobald sich die Gelegenheit ergeben hat, auf Kosten des Bauherrs tranken und aßen oder sogar die Baustelle verließen, also kurzum faulenzten. Sie trieben es so doll, dass Rutger sie letztendlich rausgeworfen hat. Anhand dieser Aufzeichnungen lässt sich das Leben auf der Baustelle gut von der menschlichen Seite erfassen. Wie lebte man? Was aß man? Oder wie waren die Wohnverhältnisse der armen Pächter im Vergleich zum Baumeister? Das alles kannst du jetzt sehen. Los geht's! Hier sind wir jetzt bei den Handwerkerstationen angekommen. Beginnend mit dem Schmied. Er stellte Maueranker und Türangeln sowie Balkenklammern und Nägel her. Alles handgemacht, vor Ort produziert und oft auch absolute Präzisionsarbeit. Übrigens, der Schmied hat im Mittelalter auch den Beruf des Zahnarztes ausgeübt. Zangen hatte er ja. Als nächstes kommt der Steinmetz, dann der Zimmermann und schließlich der Dachdecker. Wenn du übrigens alleine mal durch das Museum gehen möchtest, lässt du dir einen Audioguide geben und hörst dir die Geschichten in allen Einzelheiten an oder du buchst eine Museumsführung. Nun sind wir im Baumeisterraum angekommen, der die Wohnsituation des Architekten oder Baumeisters darstellt. Er hieß übrigens Arndt Johansen und kam aus Arnheim in den Niederlanden. Der Eyecatcher dieses Raums ist sicherlich das Schlossmodell, welches im Maßstab 1:40 gefertigt worden ist. Ein prächtiger Bau, oder? Hier vorne ist die Vorburg mit dem Torhaus und dem Wirtschaftsgebäude sowie einem Wehrturm zu sehen. Lasst uns mal einen Blick auf den Innenhof des Schlosses werfen. Da steht Rutger. Zusammen mit Arndt und dessen Frau Greta und einem Schreiber an einem Tisch. Sie studieren gerade die Baupläne. Nicht so ein Modell und sicherlich nicht in der Größe hatte Arndt als Vorlage angefertigt. Hier steht ein Ehebett aus dieser Zeit. Der
Der Baldachin hielt das Ungeziefer von den Schlafenden fern. In den Gebäudedecken, die aus Holz, Stroh und Lehm gefertigt waren, wimmelte es nur so von ekligen Tieren. Die Vorhänge sorgten für eine wohlige Wärme. In diesem Raum, der symbolisch für ein ganzes Haus steht, befinden sich Schreibtisch, Esstisch, Ofenbank und vieles mehr, was zur damaligen Zeit in dem Haus eines vermögenden Mannes zu finden war. Bevor wir den Raum verlassen, schau noch einmal in den Zuber, also die Badewanne. So sieht es aus in Horst etwa um das Jahr 1560. Die Arbeiten an dem gewaltigen Renaissance-Schloss gehen in die entscheidende Phase. Die Gebäude sind alle errichtet, jetzt werden die Dächer gedeckt und die Fassaden gestaltet. Überall herrscht geschäftiges Treiben. Und mittendrin der Bauherr Rutger von der Horst. Hier diskutiert er die nächsten Schritte mit seinen engsten Mitarbeitern. In Sachen Schlossbau ist Rutger durchaus ein Kenner der Materie. In seiner Bibliothek finden sich die aktuellen Werke zur Baukunst. Und in den vergangenen Jahren hat er auf seiner Baustelle reichlich praktische Erfahrungen sammeln dürfen. Wenn beispielsweise ein neuer Dachstuhl errichtet wird, sieht der erfahrene Bauherr auch vom Boden, ob die Arbeit ordentlich gemacht wird. Die Generalprobe für einen solchen Dachstuhl findet übrigens außerhalb des eigentlichen Schlosses statt, auf dem sogenannten Abbundplatz. Wann immer ein neues Dach konstruiert wird und seine Einzelteile zurechtgesägt sind, werden die schweren Balken hier zusammengefügt, zur Probe. Nur wenn dann auch alles zusammenpasst, macht es Sinn, die Einzelteile zum Schloss zu schleppen und auf die Dächer zu hieven. Nicht zuletzt aufgrund seiner vielen anderen Verpflichtungen kann Rutger von der Horst beileibe nicht alles auf der Baustelle kontrollieren. Aber dafür hat er ja seinen Baumeister, Arndt Johansen. Sei es hier auf dem Abbundplatz oder bei allen anderen Gewerken, auf ihn muss sich Rutger verlassen können. Insgesamt 9 Jahre arbeiten die beiden zusammen. Erst nach Abschluss aller Arbeiten wird der Arnheimer in seine Heimat zurückkehren. Heute gilt Johansens Ankunft im Jahr 1558 als Beginn der zweiten der insgesamt 3 Bauphasen an dem Schloss. Die Gebäude sind bereits im Rohbau fertig, jetzt geht es um die Dachkonstruktionen und die dekorative Außengestaltung. In der dritten Bauphase, ebenfalls unter Baumeister Johansen, wird die vollständige künstlerische Ausschmückung des Schlosses folgen. Rutger ist ein mächtiger Mann, nicht nur auf der Baustelle. Er steht in Diensten des Kölner Erzbischofs und in einigen Jahren wird er von ihm sogar zum Statthalter des Festes Recklinghausen ernannt werden. Das Schloss, das hier entsteht, soll für diesen einflussreichen Mann notwendigerweise repräsentativen Charakter besitzen. Das wird sich nicht nur an der prachtvollen Innenausstattung zeigen, sondern auch an den mächtigen Gebäuden, die in der flachen Landschaft schon von Weitem zu sehen sind. Dies gilt auch für die 4 Türme des Schlosses. Leider werden ausgerechnet sie in den Bauakten wenig erwähnt, was die heutigen Historiker bedauern. Aber immerhin wissen wir, wie sehr sich gerade an ihnen zeigt, was sich Rutger von der Horst unter einem herrschaftlichen Domizil vorstellt. Mindestens einer der Türme ist mit Figuren verziert. Ein anderer erhält ein aufwendiges Uhrwerk. Und auf einem weiteren prangt eine vergoldete Statue. Reichtum und politischer Einfluss des Schlossherrn sind so mühelos erkennbar.
Schon jetzt ist klar, was hier entsteht, wird über die Region hinaus Bedeutung haben. Das Schloss Horst wird dereinst als eines der frühesten und künstlerisch interessantesten Bauwerke der Renaissance im gesamten nordwestdeutschen Raum gelten. Auch dank des Bauherrn. Welch wechselvolle Geschichte sein Schloss erleben sollte und welchen Verfall das imposante Bauwerk in den folgenden Jahrhunderten noch erleiden musste, konnte Rutger von der Horst selbstverständlich nicht ahnen. Und das ist sicher auch besser so. Aber dass heute ein Museum an seine Leistung als Bauherr erinnert, das hätte ihm zweifellos gefallen. Wir gehen mal weiter. Hier ist ein Gerüst zu sehen, von denen es viele auf solch einer Baustelle gab. Ganz interessant ist die Bezahlung der Handwerker. Einerseits wurde in Form des Werklohns bezahlt, das heißt, für eine festgelegte Arbeit wurde ein bestimmter Lohn bezahlt. Andererseits, und das war die häufigste Form der Entlohnung, gab es den Tagelohn. Abgerechnet wurde mit dem Kerbholz und das funktionierte so. Jeder bekam die Hälfte eines Kerbholzes. Ja, du hast richtig gehört. Kerbholz ist nicht nur negativ besetzt, sondern bedeutet in diesem Fall was Gutes. Je mehr du auf dem Kerbholz hattest, desto mehr hast du gearbeitet. Ganz einfach und genial. Der Zahlmeister hat für jeden ein Kerbholz angelegt. Ein Stück Ast, das in der Mitte gespalten wurde. Nur diese beiden Teile passten zusammen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekommen je eine Hälfte. Und nach getaner Arbeit erscheint der Handwerker beim Zahlmeister, der beide Teile zusammenfügt und eine Kerbe zieht, was mit einem Arbeitstag gleichzusetzen ist. Am Ende des Monats wird abgerechnet, indem die Kerben mit einem Geldbetrag, der zu Beginn des Arbeitsverhältnisses ausgehandelt worden ist, multipliziert werden. Meinetwegen, 20 Arbeitstage mal 5 Albus. Das ist übrigens die übliche Währung gewesen, sind 100 Albus. 10 Heringe kosteten 1 Albus. Ein Schwein 36 Albus. Ein paar Schuhe 4 Albus. Und ein Pferd 500. Zur Zeit des Schlossbaus gab es keine einheitliche Währung, sondern viele Sorten kursierten, wie Heller, Taler, Brabantische Stüber und eben Albus oder Weißpfennig. Man musste schon auf Zack sein, um dieses Wirrwarr rechentechnisch zu meistern. Und jetzt gehen wir in ein Pächterhaus, also in die Wohnstätte eines einfachen Handwerkers, der am Ende der Lohnskala stand. Vielleicht nur ein Tagelöhner war oder wie er damals hieß, ein Opperknecht. Schau dich nur um. Hier gibt es kein Bett mit Kissen aus Daunen. Nur einfache Strohlager, notdürftig mit Sackleinen abgeschirmt. Alles sehr primitiv und mit Ungeziefer verseucht. Der Brunnen und das Klo gehören eigentlich nach draußen. Öffne ruhig mal die Klotür. Ja, Ratten gab es überall. Hier in der Mitte des Raumes siehst du den Tisch, an dem die Familie sich meistens zum Essen eingefunden hat. Daneben die offene Feuerstelle mit Feuerhaken und über dem hölzernen Feuerschlitten die Räucherware wie Wurst und Speck, das kulinarische Heiligtum der Familie, die in der Regel Brei aus Erbsen oder Dinkel gegessen hat. Dazu gab es ein Dünnbier, auch für Kinder, wenn nicht Quellwasser zur Verfügung stand. Das Bier hatte in der Regel kaum mehr als 0,2% Alkohol, also sehr wenig im Vergleich zu heutigen Bierprodukten. So, am Pranger vorbei, einem Gerät, was dir sicherlich bekannt sein dürfte, verlassen wir den unteren Teil des Museums und fahren nach oben. Jetzt entsteht ein Bruch. Wir verlassen die Wohnsituation der, sagen wir mal, Angestellten und wenden uns dem Leben Rutgers und Annas zu. Somit steigen wir bildlich in höhere Sphären auf, was durch die Aufzugsfahrt gut symbolisiert werden kann. Auf 2 steigen wir aus und befinden uns wenig später in einem Raum mit niedriger Deckenhöhe.
Jetzt geht es um das Einfangen und den Verkauf der Emscher Brücher Dickköppe, einer besonderen Pferderasse, die seit dem 19. Jahrhundert ausgestorben ist. Um mehr zu erfahren, schau mal hierhin. Das ist Schloss Horst. Das Schloss wäre vielleicht nie gebaut worden, wenn es sie nicht gegeben hätte, die Pferde. Und zwar nicht irgendwelche Pferde, sondern die sogenannten Emscher Brücher Dickköppe. Sie bevölkerten vor fast 1000 Jahren den Emscherbruch, jene Gegend zwischen den heutigen Städten Bottrop und Waltrop, die später von Zechen und Kraftwerken geprägt sein wird. Doch zu diesem Zeitpunkt ist sie noch für die wild lebenden Pferde ein wahres Paradies. Eine weite, natürliche Sumpflandschaft mit vielen Eichen- und Buchenwäldern, die gleichermaßen Schutz wie Nahrung bieten. Ungestört grasen können die Dickköppe dann aber doch nicht. Längst haben die Menschen ihren besonderen Wert erkannt. Diese Pferde mit den großen Köpfen, daher wohl ihr Name, werden bis zu 300 Kilogramm schwer. Sie sind besonders robust und ausdauernd. Deshalb sind sie für die mittelalterliche Gesellschaft in vielerlei Hinsicht unverzichtbar. Wer längere Reisen antritt und nicht zu Fuß gehen will, braucht ein Reitpferd. Und wer schwere Lasten transportieren will, sie aber nicht selber schleppen kann, der braucht ein Zugpferd. In dieser Welt geht eben kaum etwas ohne ein gescheites Pferd. Wer keines hat, der muss es teuer kaufen. Denn einfach in den Emscherbruch ziehen und sich einen Dickkopf fangen, ist selbstverständlich streng verboten. Nur die drei großen Herrscher dieser Region haben hier das Verfügungsrecht über die Tiere. Die Fürstäbtissin von Essen, der Graf von der Mark und der Kölner Erzbischof. Die jagen natürlich nicht selber, sondern geben dieses Recht gegen Geld oder zu leistende Dienste an Adlige in ihren Herrschaftsgebieten weiter. Und die haben dann stolz dieses Recht in ihr Wappen aufgenommen. Das Symbol dafür ist die Prahme, auch Rossbremse genannt, die auf die Nüstern geklemmt wurde, um wilde Pferde ruhig zu stellen. Allerdings will so ein Pferd erst einmal gefangen werden, ehe man es verkaufen kann. Und in der Natur des wild lebenden Pferdes liegt es nun mal, dass es seine Freiheit möglichst behalten will. Also wehren sich die Tiere und der Pferdefang ist dementsprechend ein ebenso anstrengendes wie gefährliches Geschäft. Ausgebildete Pferdefänger, die sogenannten Stricker, ziehen dafür mit langen Stricken, deshalb ihr Name, in den Emscherbruch. Wie genau sie Beute machen, ist nicht zweifelsfrei überliefert. Aber vermutlich treiben sie größere Gruppen von Tieren in die Enge, um ihnen dann Seile überzuwerfen und sie mit viel Geduld und Ausdauer zu bändigen. Das gefangene und womöglich schon gezähmte Pferd ist für die ganze Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die begehrten Emscherbrücher Dickköppe werden in die Niederlande und sogar bis nach Spanien verkauft. Auch in der Umgebung wird gehandelt. Der bekannteste Pferdemarkt wird übrigens in Krange ausgerichtet. Darauf geht die heutige Kranger Kirmes zurück. Schon im Mittelalter gilt übrigens, dass man bei dieser Gelegenheit zumindest einem gekauften Gaul sehr wohl ins Maul schaut. Anhand des Gebisses lässt sich nämlich gut auf Alter und Gesundheit des Tieres schließen. Da Pferde also ein einträgliches Geschäft darstellen, sind auch Rutger von der Horst und seine Vorfahren nicht weit. Dass in Horst zunächst eine Burg entsteht, ist wohl auch dem nahen Pferdefang geschuldet. Wer mitverdienen will, musste möglichst vor Ort sein. Und als dann die Burg abbrennt und an ihrer Stelle das schöne neue Schloss errichtet wird, stammt ein Gutteil des dafür notwendigen Geldes vermutlich aus dem Pferdehandel. So gesehen wäre also das Schloss Horst vielleicht nie gebaut worden, wenn es sie nicht gegeben hätte. Die Emscher Brücher Dickköppe.
Auf dieser Seite sind Modelle der Vorgängerburgen zu sehen, also genau das, was wir eingangs schon in Form von Grafiken gesehen haben. Passend dazu immer ein Exponat aus der entsprechenden Zeit. Über eine Wendeltreppe, an deren Stufen Entdeckungen des 15. und 16. Jahrhunderts aufgelistet werden, gelangen wir in den obersten Bereich des Museums. Auf dem Weg dahin werden wir beobachtet von Rutger und Anna, porträtiert von einem unbekannten Maler. Dies sind die einzigen bekannten Gemälde der beiden. Für uns unvorstellbar in der Zeit der digitalen Fotografie. So, das ist Rutgers Studierzimmer. Solch ein Raum, manchmal auch ein ganzes Gebäude, diente den Reichen als Ort ihrer Sammlung. Rutger lebte in einer Zeit, in der praktisch täglich etwas Neues entdeckt oder erfunden worden ist. Ob Technik, Medizin oder Weltkunde, es überschlugen sich die Ereignisse. Nehmen wir zum Beispiel diesen Globus, den Martin Beheim im Jahre 1493 erstellt hat. Zu dieser Zeit war Amerika, genauer gesagt die Bahamas, schon durch Christoph Kolumbus, im den Glauben, den Seeweg nach Indien gefunden zu haben, entdeckt. Den Kontinent findest du auf diesem Globus nicht. Also ist dieser bei der Herstellung schon out. Da musst du schon Gerhard Mercators Werk begutachten. Dessen Globus ist up to date. Auch dessen Weltkarte ist ein Traum. Wenn du übrigens ein wenig deine Konzentration und Fingerfertigkeit üben möchtest, bau einfach Leonardo da Vincis Brücke nach. Alles ohne Nägel oder Verbinder. So, jetzt habe ich dir alles gezeigt, was der Besucher im Augenblick bestaunen kann. Es gibt noch einen letzten Raum, der hoffentlich noch dieses Jahr fertiggestellt werden kann. Den will ich dir nicht vorbehalten. Es wird das herrschaftliche Leben Rutgers und Annas mit Bankett und Leibgarde, edlen Hunden und allem, was dazugehört, zu sehen sein. Komm dann einfach zu uns. Übrigens, das alles gäbe es nicht ohne bürgerliches Engagement. Im Jahre 1985 haben sich Bürger entschlossen, den Förderverein Schloss Horst e.V. zu gründen, dessen Ziel es war, das Schloss zu retten. Wäre das nicht geschehen, gäbe es auch kein Museum. Und das wäre doch sicherlich schade.